Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen AutoCAD-Webinar zum Thema COI oder COX-Datei und eine Einführung dazu. Das ist ein weiteres Webinar aus unserer Reihe Beyond the Basics. Da schauen wir ja im Gegensatz zu den Webinaren aus der Reihe Back to Basics so ein bisschen über den Tellerrand und gehen so ein bisschen mehr in die Tiefe, was AutoCAD angeht und ja, zeigen Ihnen so etwas erweiterte Funktionen und dazu gehört auch das heutige Thema zur COI-Datei. Wenn Sie jetzt noch nicht unbedingt wissen, was sich dahinter verbirgt und was Sie damit genau anfangen sollen, da werden wir gleich darauf eingehen, was das Ganze eigentlich soll. Im Groben kann man sagen, es geht um die Anpassungen der Benutzeroberfläche. Das heißt, ja, wie die Benutzeroberfläche in AutoCAD aussieht, vor allem die Multifunktionsleiste mit den verschiedenen Karteireitern, die Werkzeugkästen, die Sie ja noch aus früheren Versionen kennen, die Sie auch immer noch in der aktuellen Version verwenden können. Ja, Pull-Down-Menüs und vieles mehr. Das wird alles in der COI-Datei entsprechend definiert und wir schauen uns heute so ein bisschen genauer an, wie das Ganze funktioniert und ich werde Sie auch durch ein kleines Beispiel führen, wie Sie da die COI-Datei und die Multifunktionsleiste entsprechend selber anpassen können. Eine kurze Vorstellung noch von mir, wenn Sie neu sind und mich noch nicht kennen. Mein Name ist Holger Klöcker, ich bin hier bei Autodesk im Produktsupport seit einigen Jahren und ja, neben AutoCAD hauptsächlich zuständig für die Produkte aus dem Architekturbereich, das heißt AutoCAD Architecture, Revit und Navisworks. Das heißt, wenn Sie sich schon mal an uns gewandt haben im Rahmen einer technischen Supportanfrage, dann hatten wir da unter Umständen schon miteinander zu tun und wir stehen Ihnen natürlich auch in Zukunft gerne zur Verfügung. Zusammen heute mit mir zusammen wird mir präsentieren und im Hintergrund tätig sein mein Kollege Carsten Sänger aus unserem Büro in München und der wird Ihnen da im Hintergrund Fragen beantworten. Zunächst ein paar technische Hinweise, wie immer an dieser Stelle. Sie sollten also, wie schon erwähnt, gerne Fragen stellen. Sie haben ja dieses Fragenfenster zur Verfügung, wo Sie halt schon während der Präsentation Fragen eintragen können und dann werden wir halt schon ja, im Verlauf der Präsentation versuchen, diese so gut wie möglich zu beantworten. Alles, was übrig bleibt und was wir jetzt so nicht direkt beantworten können, werden wir uns dann Schluss ansehen. Das heißt, da wird es also eine zusätzliche Frage- und Antworteinheit geben. Und natürlich stehen wir Ihnen auch darüber hinaus gerne zur Verfügung. Diese Präsentation wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung läuft bereits und Sie haben wie immer hinterher die Möglichkeit, sich diese Präsentation nochmal herunterzuladen und nochmal in Ruhe anzusehen, wenn Sie das möchten. Neben dieser Präsentation natürlich auch alle anderen Präsentationen zu den vorherigen Webinaren. Diese PowerPoint ist ebenfalls verfügbar im Download-Bereich und Sie bekommen ja nach der Präsentation so eine E-Mail zugeschickt, wo Sie finden, wo das Ganze aufgelistet ist, also unter dieser Adresse, unter unserer Boxlocation autodesk.box.com finden Sie entsprechend diese Aufzeichnung dann und die Aufzeichnung und Materialien zu allen vorherigen Webinaren. Das wird jetzt so ein bisschen dauern, also Sie können damit rechnen, dass am späten Nachmittag oder heute Abend dann spätestens dieses Material dann dort verfügbar ist von der heutigen Präsentation. Gut. Ja, ein kurzer Hinweis auf unsere Webseite, unsere Webinar-Webseite, die lohnt es sich immer zu besuchen und ja, wir würden Sie durchaus ermutigen, da mal drauf zu schauen. Da finden Sie eine Auflistung aller verfügbaren Produktsupport-Seminare, also neben der Auflistung und der Agenda für dieses Webinar auch eine Auflistung zu allen weiteren Webinaren, die wir anbieten für andere Produkte. Da gibt es also eine ganze Bandbreite von Webinaren, die wir zu allen möglichen verschiedenen Produkten anbieten. Ja, und wenn Sie das interessiert, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich das mal anzusehen und auch andere Webinare sich dann entsprechend anzuschauen. Man muss sagen, der Großteil dieser Webinare ist momentan in englischer Sprache verfügbar. Aber ja, wenn Sie da entsprechendes Feedback geben, dann sind wir da auch durchaus offen, das entsprechend zu lokalisieren und bei entsprechender Nachfrage da Webinare in anderer Sprache anzubieten. Wenn Sie das natürlich nicht abschreckt, dass es in Englisch ist, ja, wie gesagt, sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzusehen. Sie können dort auch Feedback hinterlassen zum aktuellen Webinar oder Vorschläge zu künftigen Webinaren, was Sie also gerne sehen möchten, was Sie an Themen behandelt haben möchten. Da haben Sie Zugang zu einem Forum, wo Sie diese entsprechenden Ideen und Vorschläge hinterlassen können. Oder Sie senden uns eine E-Mail unter autodesk.helpwebinars@autodesk.com.
Und wenn Sie da in die Betreffzeile schreiben, erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ, dann ist auch sichergestellt, dass es dann an der entsprechenden richtigen Stelle landet. Und wir sind generell sehr dankbar für entsprechendes Feedback, sei es konstruktiver Art oder ja, wenn Sie einfach mal ein Lob loswerden möchten, das ist ja auch was Schönes. Oder wie gesagt, wenn Sie natürlich Vorschläge haben zu Themen, die Sie in Zukunft behandelt haben möchten. Ja, hier eine kurze Auflistung der Themen aus der Vergangenheit, die bereits im Rahmen dieses deutschsprachigen AutoCAD-Webinars behandelt wurden. Das ist also mittlerweile eine ganze Reihe. Zuletzt hatten wir uns ja angesehen, was in der 2016-Version neu dazugekommen ist und aufgeteilt nach AutoCAD und AutoCAD LT 2016. Und all dieses finden Sie halt entsprechend in dem Download-Bereich zur Verfügung und können sich das gerne nochmal ansehen. Oder Sie gehen auf unseren YouTube-Kanal, den wir entsprechend geschaltet haben, wo auch immer diese Aufzeichnungen dann verfügbar sind. Den Link finden Sie auch in der E-Mail, die Sie im Anschluss bekommen, oder wenn Sie einfach in Google oder in der YouTube-Suchfunktion eingeben, erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ, dann kommen Sie da auch an die richtige Stelle. Okay, noch ein Ausblick. An dieser Stelle verweise ich ja immer auf unser Autodesk Knowledge Network, also die Top 10 Artikel. Ich habe jetzt mal eine etwas andere Information für Sie hinterlegt. Also was wir häufig an Anfragen bekommen oder was viel gesucht wird in den Hilfedateien, sind also hier diese fünf Punkte, die ich Ihnen aufgelistet habe. Kurze Übersicht über die Grundfunktionen oder Grundoptionen in AutoCAD, dann gibt es immer wieder Fragen zu DXF-Dateien, wie diese importiert und exportiert werden, wie man mit Koordinaten arbeitet, generell die Werkzeuge für die Objekteigenschaften und ja, der Zeichnungsaustausch, wie kann ich Dateien oder Formate von einem Format in das andere konvertieren. Ja, und da haben wir entsprechende Inhalte für Sie hinterlegt und diese Links finden Sie auch in der PowerPoint-Datei, wenn Sie sich die herunterladen. Daneben finden Sie natürlich im AKN, im Knowledge Network, wie immer auch Hotfixes und ja, Service Packs, Downloads zu AutoCAD und AutoCAD LT und natürlich anderen Produkten. Da gibt es jetzt auch schon die ersten Inhalte für die 2016-Version. Das heißt, da hat sich schon ein bisschen was im Rahmen der Aktualisierung getan. Also es lohnt sich auch immer, da mal drauf zu schauen. Okay, dann gehen wir jetzt zum Thema über CUI oder CUIX-Einführung. Ja, was verbirgt sich genau dahinter? Die CUI oder CUIX-Datei ist mit der Version 2006 eingeführt worden, AutoCAD 2006. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind und die älteren AutoCAD-Versionen behandelt haben und da so ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, kennen ja vielleicht diese Menüdateien, die MNU und MNL-Dateien. Das waren also damals die Dateien, die textbasiert waren, wo man wirklich mit einem Texteditor in diese Datei reingehen konnte und die entsprechend anpassen konnte und somit das Erscheinungsbild der AutoCAD-Benutzeroberfläche entsprechend verändern konnte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Die CUI-Datei ist eine XML-basierte Datei. Das heißt, da sollte man, wenn möglich, nicht über den reingehen und da drin rumfuhrwerken. Aber es gibt Möglichkeiten, innerhalb von AutoCAD die entsprechend anzupassen. Die in der Version 2010 wurde das Ganze dann umgeändert. Da wurde dann aus der CUI-Datei die CUIX-Datei. Der Hintergrund ist einfach, dass dieses CUIX-Format, dass diese Datei nun hat, so ein Containerformat ist. Das heißt, das ist im Prinzip eine Zusammenfassung von mehreren einzelnen Dateien, die halt ja in einer Datei aufrufbar sind. Das ist eigentlich der einzige Hintergrund. Das Ganze kennen Sie vielleicht auch von anderen Produkten, zum Beispiel von Word. Da gibt es auch das DocX-Format oder von unserem eigenen DWF-Format. Da gibt es auch nun das DWFX-Format. Das ist bei der CUI-Datei genau das Gleiche. Gut, dann schauen wir uns an, was haben wir für Sie auf der Agenda? Wir schauen uns erst an eine Übersicht über den Editor. Wie sieht er genau allgemein aus? Dann schauen wir uns anhand eines Beispiels an, das Erstellen und Laden eines partiellen Menüs für die Multifunktionsleiste. Wie können Sie eigene Befehle erstellen und die entsprechend hinzufügen? Und wie können Sie diese Befehle in einer Multifunktionsleisten-Karteireiter und Multifunktionsleistengruppe sortieren und da verfügbar machen und wie kann das Ganze im Arbeitsbereich gesteuert werden. Okay, sehen wir, wie es geht. Das heißt, wir gehen jetzt direkt in das
Programm. Ich starte mal hier AutoCAD. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt am Beispiel von AutoCAD an, aber das Gleiche, alles was ich hier mache, gilt in gleicher Weise auch in der AutoCAD LT-Version. Das heißt, da gibt es keine Einschränkungen in Bezug auf AutoCAD LT. Das Gleiche ist genauso in der LT-Version möglich. Ich mache jetzt hier mal eine Beispieldatei auf, damit das Ganze einfach ein bisschen ansehnlicher ist. So, das machen wir mal zu. So, und die COI-Datei beschreibt im Prinzip den Rahmen von AutoCAD, also alles, was Sie hier sehen, die Multifunktionsleiste, welche Karteireiter angezeigt werden, welche Gruppen hier jeweils in dieser Multifunktionsleiste verfügbar sind, wenn Sie mit Werkzeugkästen noch arbeiten. Da gibt es auch viele Anwender, die noch so arbeiten quasi mit der klassischen Benutzeroberfläche von AutoCAD. Auch das wird in der COI-Datei abgelegt. Welche Arbeitsbereiche zur Verfügung stehen. Sie haben ja hier unten Zugriff auf diese AutoCAD-Arbeitsbereiche. Auch die werden in der COI-Datei angeboten. Ja, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Bevor wir in den Editor reingehen, möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie das Ganze in den Optionen aussieht. Wenn Sie also in die AutoCAD-Optionen reingehen, dann gibt es hier auf dem Karteireiter Dateien immer einen Punkt unter Anpassungsdateien. Und da wird auf eine spezifische COI-Datei verwiesen. Und das ist Ihre aktuelle Hauptanpassungsdatei. Ja, das ist also jetzt hier die Vorgabedatei. So sieht das quasi aus, wenn Sie AutoCAD neu installieren und keine besondere Anpassung machen. Dann wird halt unter diesem etwas kryptischen Pfad in meinem Benutzerprofil auf diese ACAD.COI-Datei verwiesen. Ja, und hier kann ich das entsprechend umstellen. Das wäre meine Hauptanpassungsdatei und das ist momentan noch die Vorgabedatei, die wir halt einfach mitliefern. Daneben können Sie dann auf eine Hauptunternehmensanpassungsdatei verweisen. Dieser Pfad ist noch leer, wie das auch so ist vorgabemäßig. Das heißt, da stellen wir keine besondere Datei ein. Der Unterschied ist einfach der, die Unternehmensanpassungsdatei ist vom Format her genau das gleiche wie die Hauptanpassungsdatei. Die können Sie dazuladen. Der Unterschied ist, dass eine Unternehmensanpassungsdatei, wenn die hier entsprechend angegeben ist, für den Anwender schreibgeschützt ist. Das heißt, der Anwender kann darin keine Änderungen machen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Also der Hintergrund ist, dass Unternehmen dadurch halt ein eigenes Menü zum Beispiel zur Verfügung stellen können, das der Anwender halt nicht verändern kann, während halt er in der Hauptanpassungsdatei nach seinen Bedürfnissen das entsprechend verändern kann, eigene Arbeitsbereiche anlegen kann und so weiter. In der Unternehmensanpassungsdatei ist das halt nicht möglich. Gut, das ist hier der Verweis, wie gesagt, auf meine Hauptanpassungsdatei. Das lasse ich jetzt auch so, die lasse ich jetzt hier so eingestellt. Worauf Sie noch achten sollten, nebenbei in den Suchpfaden für die Support-Dateien. Ja, das sind ja alle Dateien, die so im Hintergrund quasi geladen werden und diese Suchpfade stellen also sicher, dass diese Inhalte dort entsprechend gefunden werden. Da füge ich jetzt einen Pfad hinzu, mache hier einen neuen Eintrag und sage dann durchsuchen auf die Inhalte, die ich jetzt hier in dieser kleinen Demo verwenden werde. Und da habe ich mir einfach einen Ordner angelegt unter dem Laufwerk C, COI-Anpassung, der momentan hauptsächlich die Icons enthält für die Werkzeuge, die ich da erstellen möchte. Ja, die sollen natürlich auch gefunden werden, deswegen gebe ich diesen Ordner hier an und da würde ich dann auch meine eigene COI-Datei, die ich erstelle, hin abspeichern. Und dadurch, dass ich diesen Ordner hier hinzufüge zu diesen Support-Dateien, ist das sichergestellt, dass diese Inhalte da entsprechend gefunden werden. Okay, das war im Prinzip eigentlich das, was ich Ihnen zeigen wollte hier in den Optionen. Da sage ich jetzt mal okay. Ja, und dann gehen wir mal in den COI-Editor. Das Ganze rufen Sie also auf hier entweder über diesen Button COI-Benutzeroberfläche auf dem Karteireiter verwalten oder indem Sie in der Kommandozeile eingeben das Kürzel ABI. Das ist die deutsche Übersetzung quasi für die COI. Die COI bedeutet der Customized User Interface. ABI würde ich jetzt mal so herleiten als Anpassung Benutzerinterface. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mit Sicherheit, aber das ist das, was ich mir erkläre. Das heißt, wenn ich diesen ABI-Befehl aufrufe, dann komme ich also in diesen sogenannten COI-Editor.
Und der sieht also zunächst mal so aus. Ja, das ist jetzt also so ein bisschen, ja, wenn Sie das zum ersten Mal aufrufen, ist es vielleicht so ein bisschen unübersichtlich. Sie sehen, hier unten rechts verbirgt sich so ein Pfeil. Und dieser Pfeil bewirkt einfach, dass das Ganze ja, ein- und ausgefaltet wird. Wenn ich den also hier drücke, dann bekomme ich das Ganze in so einer kompakten Ansicht. Aber wir bewegen uns jetzt in der ausgefalteten Ansicht. Das heißt, wenn Sie nur diese kompakte Ansicht bekommen sollten, können Sie also mit diesem Pfeil das entsprechend expandieren und dann die vollen Funktionen halt einsehen. Fangen wir hier unten an. Hier unten sehen Sie eine Auflistung aller Befehle, ja, die momentan in der COI-Datei zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, hier oben sehe ich so einen Baum, eine Baumansicht und da ist im Prinzip als Knotenpunkt hier oben die COI angegeben, die ich unter den Optionen, wo ich Ihnen das vorhin gezeigt habe, geladen habe momentan. Das ist also meine Haupt-COI-Datei, meine Benutzeranpassungsdatei, die momentan in AutoCAD geladen ist. Und das ist halt diese arcad.coi oder wenn Sie in AutoCAD LT sind, die arcad.lt.coi-Datei. Ja. Und Sie können sich vorstellen, dass diese COI-Datei einfach so ein Pool an ja, Werkzeugen quasi zur Verfügung stellt. Und die sind halt entsprechend hier aufgelistet. Ja, das können also sein, neben der Funktionsleiste, der Multifunktionsleiste, die ist also hier angegeben, können das sein Werkzeugkästen, die hier angegeben sind, Menüs, also Abrollmenüs, die tatsächlich ja auch noch verwendet werden von vielen Anwendern, ja, Kontextmenüs zum Beispiel, das sind also mit der rechten Maustaste die Kontextmenüs, die Sie da bekommen, Tastaturkurzbefehle, Doppelklick-Aktionen, das heißt, je nachdem, auf welches Element Sie doppelklicken, können da bestimmte Funktionen ausgeführt werden und so weiter. Ja, und das lassen wir mal zunächst mal so unangetastet. Also wir lassen nach wie vor diese ARCAD-COI als Haupt-COI geladen und alles, was wir jetzt machen an Anpassungen, würden wir in einer sogenannten partiellen COI-Datei, in einer partiellen Anpassungsdatei machen. Und das finden Sie hier ganz unten in diesem Knoten aufgelistet. Das sind die partiellen Anpassungsdateien, die momentan geladen sind. Das können Sie sich vorstellen wie externe Referenzen, wie XREFs. Ja, das heißt, die sind dazugeladen und an meine momentane Haupt-COI ranreferenziert und bieten halt weitere Befehle, Multifunktionsleistengruppen und so weiter an, die ich verwenden kann. Ja, wenn ich also hier mal draufgehe, zum Beispiel Autodesk Seek, dann habe ich hier die gleiche Struktur wie hier oben. So, und was ich jetzt machen würde, ich gehe mal hier auf den Karteireiter übertragen. Dieser Karteireiter ist, das ist sehr sinnvoll, Sie können einfach hier zwei verschiedene COI-Dateien laden und da einfach Elemente hin und her kopieren und schieben. Ja, und was ich jetzt hier mache, ist, dass ich sage, ich möchte mir eine neue COI-Datei erstellen. Das heißt, ich klicke einfach hier auf den Schalter Neu und habe jetzt hier eine neue Datei. Und das Erste, was ich mache, ich speichere die erstmal unter irgendeinem Namen irgendwo hin, damit ich diese Datei zur Verfügung habe. Ja, und das mache ich in dem Ordner, den ich vorhin angegeben habe, unter C, COI-Anpassung. Da lege ich dann meine Anpassungsdatei, meine COI-Datei hin und die nenne ich mal, ja, wie nenne ich sie denn? Demo. Oder Werkzeuge. So, das heißt, da wird dann unter diesem Ordner C, COI-Anpassung, eine Datei erstellt, Werkzeuge.coix. Speichere ich dann und ja, ich sehe dann, das ist meine Werkzeuge.coi-Datei, die momentan noch überhaupt nichts enthält. Wenn ich hier die Knoten entsprechend erweitere, dann sehen Sie, ist da nichts drin. Ich habe also die Struktur ist angelegt, aber noch keine Inhalte. Also ich habe noch hier keine Werkzeugkästen, keine Abrollmenüs, keine Schnelleigenschaftsfunktionen, keine Multifunktionsleisteninhalte und so weiter. Ja, es ist also momentan nur eine leere Hülle, diese COI-Datei. Okay, was kann ich jetzt damit machen? Ich gehe wieder mal zurück hier auf meinen Ursprungskarteireiter, habe hier nach wie vor meine ARCAD-COI und was ich jetzt machen kann, ist zu dieser ARCAD-COI diese
Datei, die ich gerade erstellt habe, als partielle Anpassungsdatei dazuzuladen. Das heißt, da stelle ich dann sicher, dass Inhalte, die ich später in dieser partiellen Anpassungsdatei hinterlege, tatsächlich auch in meiner aktuellen AutoCAD-Sitzung verfügbar sind, weil da ist ja immer noch diese ACAD-COI als Anpassungsdatei, als Hauptanpassungsdatei geladen. Das heißt, ich gehe hier unter meinen partiellen Anpassungsdateien hin und klicke mit rechts und sage dann, ich möchte eine weitere partielle Anpassungsdatei laden, neben diesen ganzen, die hier bereits geladen sind. Ja, und verweise dann einfach auf diese Werkzeuge.coi, die ich gerade erstellt habe. So, das heißt, das ist jetzt passiert. Was gleichzeitig passiert ist, dass ich hier wechsle von der Ansicht in meine Werkzeuge.coi. Das kann ich hier oben umschalten. Das heißt, ich kann einzelne COI-Dateien betrachten oder ich betrachte wieder den gesamten Verzeichnisbaum mit der ACAD-COI am Anfang und dann sehe ich hier unter den partiellen Anpassungsdateien ist meine Werkzeuge-COI-Datei entsprechend hinterlegt, aber momentan hat das noch gar keine Auswirkungen. Ja, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt für Sie, was das Ganze soll. Das Ganze ist jetzt erstmal ja so ein bisschen ja, sicherstellen, dass alles entsprechend ordentlich abgelegt ist, so ein bisschen reinmachen, sauber halten, Housekeeping, wie die Amerikaner sagen würden. Jetzt geht es tatsächlich ans Eingemachte, wo ich dann ein paar Befehle erstelle. Das heißt, ich wechsle hier in meine Werkzeuge-COI-Datei, betrachte die jetzt und würde hier neue Befehle erstellen, die halt in dieser Werkzeuge.coi, in dieser eigenen COI-Datei, die ich erstellt habe, abgelegt werden. Ja, momentan enthält die halt überhaupt noch keine Befehle. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und erstelle mal einfach drei neue leere Befehle. Ja, das ist also hier der erste. Und die würde ich jetzt entsprechend definieren. Ja, da habe ich mal was vorbereitet. So, das müssen wir etwas zurechtschieben. Ich hoffe, Sie sehen das. Was ich jetzt mache, ich habe hier drei verschiedene Befehle so zurechtgelegt. Ein Befehl ist ein Revisionsbalkenbefehl. Das heißt, mit diesem Befehl wird mir eine Revisionswolke erstellt, die auf einem bestimmten Layer abgelegt wird und ja, so eine Form eines Rechtecks hat. Ja, das heißt, das sind hier die Werte, die ich dann dafür eingeben muss. Das ist also mein erster Befehl. Der nennt sich also Revisionswolke Rechteck. Das heißt, das Ganze kopiere ich einmal hierhin in die Eigenschaften dieses Befehls. Das ist also der Name, die Beschreibung, Revisionswolke auf dem Ref-Layer mit dem Rechteckobjekt. Das wäre also der Name für diesen Befehl. Das wäre, wenn ich mit der Maus darüber fahre, würde mir das so als Hilfe quasi angezeigt werden. Ich kann dann noch eine Datei für erweiterte Hilfe angeben, die dann noch mit einem netten Bildchen oder vielleicht sogar einer kleinen Animation diesen Befehl noch ein bisschen genauer erläutert. Das mache ich jetzt mal nicht. Der Befehlsanzeigename wäre dann hier, nenne ich jetzt einfach mal RVC. Das hat jetzt nicht geklappt. Und dann kommt das Eigentliche, was hier interessant ist bei diesem Befehl, nämlich wie dieser Befehl ausgeführt wird. Das heißt, dieses Makro. Ja. Und da würde ich Ihnen jetzt empfehlen, da hatten wir ein eigenes Webinar zu, das nannte sich Makro-Automation. Da gebe ich Ihnen auch später nochmal den Link, wo wir sehr genau uns im Detail anschauen, was mit diesen Makros alles möglich ist. Ja, also hier jetzt kurz zur Übersicht, was hier passiert, ist quasi durch dieses Tilde C-Zeichen wird quasi jeder vorhergehende Befehl, der momentan eventuell noch aktiv ist, wird abgeschlossen. Und da wird sichergestellt, dass quasi AutoCAD im Grundzustand ist. Dann kommt der C-Layer-Befehl, Current Layer. Das heißt, damit stelle ich ein, auf welcher Layer gerade eingestellt ist. Und da sage ich dann, es soll der Layer Ref-Wolke sein. Der soll eingestellt werden. Das Semikolon entspricht jeweils immer dem Enter-Zeichen. Das heißt, ich stelle hier den Layer Ref-Wolke als aktuellen Layer ein. Dann sage ich mit dem Befehl Rectunk, also Rechteck, wird mir ein Rechteck gezeichnet. Wieder die Eingabetaste und die beiden Backslash-Zeichen zur Punkteingabe. Das heißt, da würde ich dann den Anfangspunkt und den diagonal gegenüberliegenden Endpunkt des Rechtecks angeben, zeichne also damit ein Rechteck. Dann wird der Befehl RefCloud ausgeführt, also Revisionswolke, mit den
Optionenstil für normal, also S, N, und dann der Option über Objekt. Denn ich möchte ja das Rechteck, was quasi gerade erstellt wurde, als Ausgangsobjekt für meine Revisionswolke benutzen, bekomme dann wieder eine Eingabeaufforderung mit diesem Backslash, um dann das Rechteck auszuwählen, und mit einem weiteren Enter wird dann der Befehl abgeschlossen. Ja, das ist also eine ganze Befehlsfolge, die ich hier mit diesem Makro angebe und mit einem Druck auf diesen Befehl dann später ausführen kann. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Das einfach so kurz als Hintergrund, was das genau bedeutet, dieses etwas kryptische Makro, was hier steht. Das würde ich jetzt hier reinfügen. Das sieht dann quasi so aus. Unter Bezeichnungen gebe ich quasi so Schlagworte an, nach denen da nach diesem Befehl später gesucht werden kann. Ja. So. Entschuldigung. Und dann haben wir es fast. Dann gebe ich noch ein Bild an, weil ich möchte natürlich gerne ein Bild angezeigt haben für die Multifunktionsleiste hinter, ein großes und ein kleines Bild. Der Einfachheit halber mache ich das jetzt mal hier als gleiches Bild. Die habe ich jetzt auch schon hier mal hingelegt. Das sind also einfache Pixeldatei, die ich entsprechend vorgefertigt habe. RVC nennt sich das. Und das andere genauso. Auch RVC und OK. Und das wäre der erste Befehl. Revisionswolke Rechteck, der ist jetzt quasi hier erstellt. So, machen wir die anderen beiden Befehle auch. Das sind jeweils Fangpunktbefehle. Ja, die stellen also, dieser Befehl hier stellt mir eine bestimmte Fangpunktkombination, nämlich den Endpunkt, Mittelpunkt, Quadrant und den Schnittpunkt, dass diese Fangpunkte aktiviert werden sollen. Und auch da kopiere ich mir das wieder hier rein, gebe die Beschreibung mit an. Und zwar passiert das Ganze dadurch, indem einfach die Systemvariable OS-Mode auf den Wert 27 gesetzt wird. Ja, und das ist dieses Makro hier, also OS-Mode, und als neuer Wert wird 27 eingegeben. Achten Sie darauf, dass bei diesem Befehl hier kein Tilde C davor gesetzt wird. Das heißt, hier möchte ich gar nicht, dass ein eventuell gerade laufender Befehl abgebrochen wird, sondern im Gegenteil, durch dieses kleine Apostroph hier oben führe ich diesen Befehl sozusagen als transparenten Befehl aus. Das heißt, dieses Makro kann ich innerhalb eines anderen Befehls verwenden, wenn ich gerade irgendwie dabei bin, eine Linie zu zeichnen und ich stelle fest, da stimmen jetzt die Fangpunkte gerade nicht, ich brauche eigentlich was anderes, dann kann ich innerhalb des Befehls, ohne den Befehl abzubrechen, da drauf gehen und mir wird halt dieser Fangpunkt entsprechend umgestellt. Das wird sichergestellt durch dieses kleine Apostroph hier. So, kopiere ich jetzt hier rein. Wieder die Bezeichnungen. Und auch dafür habe ich ein kleines Bildchen. Das sieht dann so aus. Ja, normalerweise hätten Sie halt ein großes und ein kleines Bild, was entsprechend in unterschiedlicher Auflösung definiert wäre. Das haben wir jetzt hier nicht, deswegen sieht das hier oben leider so ein bisschen pixelig aus. Aber das soll jetzt vielleicht als Demo einfach mal reichen. Und als dritten habe ich nochmal den Befehl für die Fangpunkte, aber diesmal mit einer anderen Kombination, nämlich mit der Kombination Endpunkt, Mittelpunkt, Zentrum und Schnittpunkt. Ja, das heißt, das ist mein dritter Befehl, Beschreibung, und das wird erreicht durch die Einstellung der Systemvariable OS-Mode auf den Wert 15. Ja, das heißt, das ist wieder das Makro. Sie sehen hier wieder das Apostroph, OS-Mode wird auf den Wert 15 gestellt. Beschreibung. So. Und auch da habe ich dann wieder noch ein anderes Bild. OS-15. So, ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben in der
COI-Datei in dieser Werkzeuge.COI-Datei drei neue Befehle hinterlegt. Ja, das sind also diese drei Befehle, die ich jetzt zur Verfügung habe, um die irgendwo in meiner Benutzeroberfläche unterzubringen. Das heißt, die könnte ich auf Werkzeugkästen legen, ich könnte einen neuen Werkzeugkasten erstellen, ich könnte die in Abrollmenüs einbauen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir eine, die in der Multifunktionsleiste unterbringen. Ja, das heißt, wir haben ja hier die, machen wir das mal größer, die Multifunktionsleiste mit den einzelnen Karteireitern, das sind hier oben diese übergeordneten Begriffe, und den einzelnen Gruppen. Das sind also hier jetzt zum Beispiel die Gruppe Aktionsrekorder oder die Gruppe Benutzeranpassung oder die Gruppe Anwendungen. Das heißt, jeder Karteireiter hier der Multifunktionsleiste beinhaltet mehrere Multifunktionsleistengruppen. Und die kann ich alle hier in der COI-Datei entsprechend definieren. Ja, das heißt, das wäre jetzt das nächste, was ich mache. Ich erweitere mal hier den Knoten für die Multifunktionsleiste und da sehen Sie auch genau diese Unterscheidung. Die Registerkarten und die Gruppen. Ja, die Gruppen sind also nochmal das hier unten und das sind die einzelnen Registerkarten. Das heißt, ich würde mir zunächst mal, ja, sagen wir mal, eine neue Gruppe oder ich mache mal zwei neue Gruppen. Die eine Gruppe wäre Revisionswolke. Nennen wir die, und die andere Gruppe enthält Befehle für den O-Fang. So. Und bei der O-Fang-Gruppe würde ich noch eine weitere Zeile hinzufügen. Was das genau bewirkt, das ja, sehen Sie dann später, wenn es soweit ist, wenn es entsprechend fertiggestellt ist. Das heißt, hier habe ich jetzt erstmal die Struktur geschaffen und würde jetzt meine Befehle dann tatsächlich auf dieser, in diesen Gruppen entsprechend ablegen. Das heißt, die beiden Fangpunkt-Befehle, die ich hier erstellt habe, lege ich dann in dieser Gruppe O-Fang ab. Das heißt, den einen in der ersten Zeile und den anderen in der zweiten Zeile. Und Sie sehen jetzt vielleicht, das ist so ein kleiner Trick, dass ich hier mich mit meinen Bewegungen außerhalb des Dialogfeldes bewege. Das hat so einen Hintergrund, ja, wenn Sie da sich in der COI-Datei bewegen und da jetzt hin und her, kann das durchaus sein, dass Sie da eine sehr lange Liste haben. Und wenn Sie einfach hier da nach oben gehen mit dem Befehl, dann ja, kann das Ganze relativ hakelig werden, wenn das durch die Autoscroll-Funktion immer hoch und runter scrollt. Ja, das heißt, ein kleiner Tipp, einfach außen rumgehen und hier an der Stelle, wo Sie das Ganze ablegen möchten, wieder reingehen und den Befehl für die Revisionswolke würde ich dann hier in der Multifunktionsleisten-Registergruppe Revisionswolke ablegen, auch entsprechend unter der Zeile 1. Ja, das sieht jetzt vielleicht noch ein bisschen wild aus. Ich habe also hier eine gewisse Struktur, wenn ich das mal zusammenfalte. Sie sehen also, wenn ich die Gruppen ausfalte, habe ich zwei Gruppen, Revisionswolke und Objektfang. Unter der Revisionswolke habe ich eine Zeile insgesamt nur mit einem Befehl. Ja, und wenn ich da drauf gehe, habe ich noch ein paar weitere Optionen, wie der Befehl aussehen soll. Ja, da sehen Sie jetzt hier einerseits die Einstellungen dieses Befehls, aber zum Beispiel hier den Schaltflächenstil. Das ist momentan der Stil klein ohne Text. Das stelle ich jetzt ein bisschen um, damit das noch ein bisschen ja, intuitiver wird. Das sage ich groß mit Text. Ja, das soll richtig herausstechen. Und ja, Sie sehen dann gleich, wenn ich das tatsächlich dann in der Multifunktionsleiste habe, in der Live-Umgebung, wie das Ganze dann sich entsprechend auswirkt. Bei dem Objektfang mache ich das Ganze auch nochmal in mein erster Objektfang für den OS-Mode Wert 15 stelle ich ein auf, sagen wir mal, groß ohne Text und den anderen hier, sagen wir mal, klein mit Text, ja, damit wir so wirklich eine bunte Mischung haben. Okay, so, dann würde ich mal die COI speichern mit den Einstellungen, die ich jetzt hier gemacht habe und sagen anwenden. Was ist bisher passiert? Sie sehen, hier momentan ist
noch nichts passiert eigentlich. Ich habe also eine COI-Datei neu erstellt, die als partielle COI-Datei zu meiner aktuellen Hauptanpassungsdatei geladen ist. Aber die Befehle sind noch nicht wirklich da. Also den Karteireiter, den ich jetzt gerade erstellt habe, hier, den finde ich nicht. Ja, warum ist das so? Dieser Karteireiter ist zwar definiert, aber er ist noch nicht sichtbar geschaltet. Ja, wenn ich nochmal in meine Werkzeuge COI hingehe, dann habe ich ja hier das als Gruppe definiert, aber ich habe noch keine Registerkarte hinterlegt. Ja, die Gruppen existieren zwar, aber die sind noch nicht irgendwie einer Registerkarte zugeordnet, und nur die Registerkarten, die sehe ich ja, die kann ich ja ein- und ausschalten, und die sagen dann, okay, diese und die Gruppe wird halt entsprechend angezeigt. Das heißt, ich würde jetzt hier hingehen, mache nochmal eine neue Registerkarte, die nenne ich dann Webinar. Ja, und würde dann diese beiden Gruppen, die ich quasi angelegt habe, auf diese Registerkarte legen. So. Darüber hinaus, ja, würde ich das nochmal speichern. Und auch wenn ich jetzt nochmal hier rausgehe, ist es immer noch nicht sichtbar, weil hier durch meinen Arbeitsbereich, den ich eingestellt habe, wird gesagt, was ich denn tatsächlich sehe. Weil die COI-Datei hat immer wesentlich mehr Elemente, beinhaltet wesentlich mehr Elemente als die, die tatsächlich angezeigt werden. Und der eingestellte Arbeitsbereich sagt dann tatsächlich, was von den Elementen, die die COI-Datei bietet, denn wirklich angezeigt wird. Ja, das heißt, hier sehen Sie wieder zurück in meiner Hauptanpassungsdatei. Das sind die drei Arbeitsbereiche, die in der Hauptanpassungsdatei vorhanden sind. Ja, und die Arbeitsbereiche kommen immer aus der Hauptanpassungsdatei. Wenn Sie Arbeitsbereiche hinterlegt haben in partiellen COI-Dateien, dann werden diese nicht berücksichtigt. Die Arbeitsbereiche, die Sie verfügbar haben, das sind die gleichen, auf die Sie auch hier unten zurückgreifen können, wenn Sie auf dieses kleine Zahnrad-Symbol klicken. Die kommen immer aus der Hauptanpassungsdatei. Ja, und um jetzt tatsächlich dann wirklich schlussendlich meine Multifunktionsleiste sichtbar zu machen, muss ich das definieren in dem Arbeitsbereich und sagen, der Arbeitsbereich soll so eingestellt sein, dass diese Multifunktionsleiste sichtbar ist. Da würde ich jetzt mal hier den bestehenden Arbeitsbereich, den ich ja habe, dupliziere ich mal, damit ich die Ausgangsversion quasi behalte und da jetzt das nicht verfälsche. Ja, da habe ich jetzt hier eine Kopie von Zeichnung und Beschriftung und nenne den mal AutoCAD Webinar. So, den setze ich mal aktuell. Das ist jetzt mein aktueller Arbeitsbereich, der genauso definiert ist. Ja, und um jetzt sicherzustellen, dass diese Registerkarte, die ich gerade definiert habe, da auch sichtbar ist, habe ich hier die Funktion Arbeitsbereich anpassen. Ja, weil Sie sehen hier, wenn ich jetzt diesen Arbeitsbereich ausgewählt habe, welche Inhalte dieser Arbeitsbereich tatsächlich zur Verfügung stellt. Ja, also hier, das ist quasi mein gesamter Pool an Funktionen, an Multifunktionsleisten, Elementen, an Menüs und was weiß ich was, der durch die COI-Datei zur Verfügung gestellt wird. Und hier auf der rechten Seite sehe ich dann quasi das Ganze gefiltert durch das, was in dem Arbeitsbereich eingestellt ist. Ja, denn da sehen Sie nur einen Teil. Ja, da sehen Sie hier, das ist die Multifunktionsleistenregisterkarten. Das entspricht quasi dem, was Sie hier oben sehen. Start, einfügen, beschriften, parametrisch, Ansicht. Start, einfügen, beschriften, parametrisch, 3D-Werkzeuge. Ja. Und wenn ich jetzt hier hingehe und sage, Arbeitsbereich anpassen, dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier in meine partielle Werkzeuge COI und in die Multifunktionsleisten und kann dann hier tatsächlich den Haken setzen und sagen, meine Registerkarte Webinar soll angezeigt werden, dadurch, dass hier der grüne Haken gesetzt wird. Ja, weil nur alles, was hier mit einem grünen Haken versehen ist, wird in dem aktuellen Arbeitsbereich, wenn Sie in diesem Bearbeitungsmodus sind, tatsächlich dann angezeigt. Ja, ich kann mal hier in die, ja, Sie sehen, dass hier nur eine Auswahl dieser Registerkarten quasi momentan aktiv ist, aus denen die alle die COI-Datei zur Verfügung stellt. Ja, je nachdem, welchen Arbeitsbereich Sie aktivieren, können Sie da unterschiedliche
Registerkarten angezeigt haben. Ja, und das sind halt die, die momentan hier verfügbar sind. So, da sage ich jetzt fertig. Ich habe meinen Arbeitsbereich entsprechend angepasst und sage jetzt okay. Ja, und was jetzt passiert ist, jetzt ist es tatsächlich soweit, Sie sehen hier die Registerkarte, die ich erstellt habe, ist jetzt tatsächlich sichtbar, weil mein aktueller Arbeitsbereich diese nun zur Verfügung stellt. Und wenn ich hier jetzt drauf gehe, dann sehen Sie, so sieht die aus. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen durch die pixeligen Symbole vielleicht nicht so ganz überwältigend, aber das ist im Prinzip das, was ich hier gemacht habe. Und wenn ich jetzt mal hier drauf gehe, Sie sehen, wenn ich mit der Maus überfahre, dann sehen Sie genau das, was ich in dem Befehl eingestellt habe. Diese Beschreibung wird dann angezeigt als so Schnellinformation quasi. Ne? Ja, mit den Schlagworten zusammen und mit dem Befehlsnamen und so weiter. Und wenn ich den Befehl entsprechend ausführe, jetzt mal diese Revisionswolke zum Beispiel, bekomme ich also die Aufforderung, hier so ein Rechteck zu zeichnen und dann das Objekt zu wählen. Ja, und dann wird das, ja, etwas mit kleinen Radien, aber entsprechend in eine Revisionswolke verwandelt. Und die ganze, die liegt dann auf dem Layer Ref-Wolke, was ich ebenfalls in dem Befehl definiert habe. Dass also der Layer Ref-Wolke aktiviert wird und dann diese Revisionswolke auf diesem Layer abgelegt wird. Dann schauen wir uns an das Ganze, die O-Fang-Befehle, wenn ich mal hier in meine Objektfang-Einstellungen gehe und ja, mal alles deaktiviere, sage okay und dann den ersten Objektfang einschalte. Sie sehen, da ist jetzt nur ein Befehl von den beiden, die wir definiert haben, hinterlegt. Wo ist denn der andere? Und der verbirgt sich hier unter dem Ausfaltmenü, weil das war die Reihe 2, die ich definiert habe. Ich habe ja diese Registerkarte hier, diese Gruppe mit zwei Reihen definiert und da verbirgt sich der andere Befehl dann unter dem Ausfaltfeld. So, da würde ich also jetzt auf den ersten Befehl klicken. Jetzt sehen Sie hier in den Einstellungen für den Objektfang, was da passiert ist, nämlich Endpunkt, Mittelpunkt, Zentrum und Punkt wurde aktiviert als Objektfang. Ja, und entsprechend bei dem anderen, wenn ich da jetzt sage, Endpunkt, Mittelpunkt, Punkt und Quadrant wurde definiert, so wie ich das eingestellt habe. Und das sind tatsächlich auch ja, Befehle, die ich, wenn ich jetzt nochmal das umschalte und hier alle mal rausnehme, ja, und ich befinde mich jetzt in einem Befehl, in dem, ja, Linienbefehl zum Beispiel. Jetzt sehe ich, ich brauche jetzt ja eigentlich den Schnittpunkt Endpunkt oder würde einfach gerne auf meine Voreinstellung zurückgreifen. Und dann kann ich, während ich in diesem Befehl bin, während ich also noch die Linie quasi an der Angel habe, hier hingehen und umschalten und meine Objektfang-Voreinstellung wählen. Und dann wird das quasi, ja, wie es vorhergesehen war, als transparenter Befehl ausgeführt und ich kann dann das entsprechend abgreifen und habe meine Voreinstellungen für diese Objektfänge zur Verfügung. Okay, ja, schauen wir uns noch kurz an die Arbeitsbereich-Einstellungen. Sie können ja hier unten über dieses kleine Zahnrad in die Arbeitsbereichseinstellungen gehen. Ja, Sie haben also hier diese vier Arbeitsbereiche zur Verfügung, Zeichnen und Beschriften und das ist der neue Arbeitsbereich, den wir angelegt haben. Und wenn ich mal in die Arbeitsbereich Einstellungen gebe, kann ich hier sagen, kann ich einen bestimmten Vorgabe-Arbeitsbereich einstellen, nämlich zum Beispiel den AutoCAD Webinar. Das ist also der, den ich gerade erstellt habe. Das soll mein favorisierter sein und den möchte ich immer aufgerufen haben, wenn ich AutoCAD starte. Das kann ich also hier einstellen. Den kann ich dann auch entsprechend organisieren und hier an die Liste nach oben fügen und ja, dann noch so eine Trennlinie hinzufügen, dass das also entsprechend hervorgehoben ist. Und hier unten sehen Sie eine wichtige Einstellung, ob die Änderungen am Arbeitsbereich gespeichert werden sollen oder nicht. Momentan ist es also vorgabemäßig eingestellt, dass diese Änderungen nicht gespeichert werden. Und das betrifft auch alle ja, Einstellungen der Positionen der Elemente auf ihrer, in ihrer Arbeitsumgebung. Wenn Sie zum Beispiel die Eigenschaftenpalette geöffnet haben und Sie haben die angedockt und bewegen die ein bisschen hin und her, dann werden diese Änderungen immer
mit gespeichert, wenn Sie das entsprechend gewollt haben. Wenn nicht, dann ist beim nächsten Öffnen von AutoCAD das alles wieder in dem Ausgangszustand. Je nachdem, welche Arbeitsweise Sie da bevorzugen, muss man das einfach wissen, dass das hier die Einstellung ist, wo Sie das entsprechend umstellen. Ja, dass also Änderungen gespeichert werden, also AutoCAD immer quasi sich so verhält, wie Sie es das letzte Mal verlassen haben, oder dass die Änderungen am Arbeitsbereich nicht gespeichert werden. Das heißt, dass es immer wieder auf so einen gewissen Grundzustand zurückkehrt. So, und wenn ich jetzt sage, okay, dann sehen Sie hier, aha, habe ich jetzt meinen favorisierten Arbeitsbereich so ein bisschen abgehoben und hier oben verfügbar. Gut, das waren im Wesentlichen, was ich Ihnen zeigen wollte zu der CUI-Datei, zu der Benutzerdatei. Das ist also hier die Möglichkeit, eigene Inhalte entsprechend zu verwenden. Genauso können Sie sich natürlich vorstellen, dass Sie diese Befehle in einem Werkzeugkasten hinterlegen, ja, oder in einem Abrollmenü, wenn Sie noch mit diesen Abrollmenüs arbeiten. Genauso wäre das Ganze also auch in der CUI-Datei möglich. Und dieser Befehl kann, genauso wie er hier jetzt auf der Multifunktionsleiste liegt, dann auch entsprechend in einem Werkzeugkasten oder in einem Abrollmenü liegen. Okay. Ja, kommen wir wieder zurück zu unserer PowerPoint-Datei. Ich habe noch kurz weitere Quellen für Sie hinterlegt. Wir haben also hier einiges an Links, die auf die Hilfedatei verweisen. Das zeige ich Ihnen kurz, wo Sie nochmal da die entsprechenden Inhalte sehen. Ja, also hier Allgemeines zu den Anpassungsdateien, Anpassen von Arbeitsbereichen. Da sehen Sie nochmal das, was ich Ihnen eben erklärt habe, was Sie berücksichtigen können bei den Arbeitsbereichen. Befehlsanpassung, Handbuch für Benutzeranpassungen. Sie können benutzerdefinierte Bilder in einer Anpassungsdatei hinterlegen und so weiter. Und hier, das ist der Link zu diesem Webinar auf die Aufzeichnung, die auf YouTube abgelegt ist, zu der Makroautomation. Ja, das hatten wir auch in der Vergangenheit, dass Sie da die Möglichkeit haben, diese Makros ganz selber zu erstellen, wie ich das heute nur ganz kurz angerissen habe. Ups. Ja, und wenn Sie da weiter einsteigen sollen, dann können Sie sich das natürlich gerne nochmal ansehen. Wie gesagt, Sie finden die Aufzeichnung da auf YouTube. Okay, gut, schauen wir uns kurz an, was an Fragen reingekommen ist, was vielleicht noch offen ist. Gibt es eine Aufzeichnung, die ich meinen Kollegen weitergeben kann? Das wäre sehr hilfreich. Ja, das hat mein Kollege, hat das schon beantwortet. Wie gesagt, Sie können, diese Aufzeichnungen werden auf YouTube veröffentlicht. Wenn Sie also, ich kann das ja mal kurz zeigen, Sie finden alle Aufzeichnungen hier auf YouTube in diesem YouTube-Kanal. Ja, wenn Sie da einfach reingehen und suchen nach dem Titel, erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ, dann finden Sie da die Aufzeichnungen zu den vorherigen Webinaren und auch diese Aufzeichnung zum heutigen Webinar wird, ja, auf YouTube dauert das immer ein paar Tage. Ja, ich würde mal sagen, so Anfang nächster Woche finden Sie das wahrscheinlich dann auch auf YouTube verfügbar. Lassen sich die Symbole in der Statuszeile nur als Text darstellen? Gut, Sie können einerseits, ich weiß nicht, ob Sie meinen in der Statuszeile, Sie können natürlich hier oben diese Elemente in der Multifunktionsleiste auch als nur Text darstellen. Ja, das hatte ich Ihnen ja kurz gezeigt. Wenn ich also hier in die Multifunktionsleiste gehe, das heißt meine eigene, ich vermute aber, Sie meinen, ja, Sie haben es schon geschrieben, ja, diese können Sie einstellen, wie Sie wollen, da können Sie sagen, auch als nur Text. Aber Sie meinen die Statuszeile, und zwar dieses Symbol hier unten, rechts unten, da muss man sagen, nein. Ja, das ist, es gab es früher als Möglichkeit, dass Sie da das entsprechend umschalten konnten. Momentan muss man sagen, dass Sie einfach diese Symbole halt nur haben und das nicht entsprechend umstellen können. Das ist, wir haben das schon bekommen als Wunsch von anderen Kunden bereits, haben das weitergegeben an die Entwicklung, dass viele Kunden oder manche Kunden sich halt wünschen, da wieder diese Texterstellung zu haben. Momentan muss man sagen, es geht nicht und ich kann Ihnen nicht sagen, ob das eventuell in Zukunft umgestellt werden wird. Wie viele Zeilen kann man in Gruppen definieren?
Nun, Sie können, wenn Sie sich hier ansehen, ja, momentan ist es halt so, dass Sie bis zu drei, je nach der Größe dieses Elementes, können Sie halt drei Zeilen hier angeben. Ja, das ist so ein bisschen organisiert. Wenn Sie sich mal ansehen, wie so eine bestehende Gruppe definiert ist, also wenn ich hier mal in die Multifunktionsleiste gehe und mir so eine Gruppe ansehe, zum Beispiel mal diese Beschriftungsgruppe hier, die sieht ja relativ komplex aus. Ja, dann kann man da schon so ein bisschen herleiten, wie das Ganze so funktioniert. Und zwar finden Sie die unter Start 2D Beschriftung. Ja, das ist also hier diese Definition für genau diese Multifunktionsleistengruppe. Ja, und da haben Sie hier einerseits die Zeile 1, das ist also hier dieser große Befehl für den Text, und dann die Zeile 2, 3, 4 und 5. Ja, wobei man sagen muss, dass dann die Zeilen, die weiteren Zeilen dann entsprechend in diesem Ausrollfeld hier dargestellt sind. Also Sie haben nur die ersten drei Zeilen bis zur Tabelle, entsprechend hier oben, denn alles weitere wird dann halt in diesem Ausrollfeld. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Begrenzung gibt an der Gesamtanzahl der Zeilen, weil Sie können natürlich durch dieses Ausrollfeld beliebig viele Zeilen darstellen. Da kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, es wird mit Sicherheit eine Begrenzung geben, aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo die liegt. Ja, wenn ich hier drauf gehe, dann sehen Sie ja, dass hier noch vier Zeilen quasi mehr mit dazukommen. Ja, und bei anderen entsprechend auch einige. Okay. Ja, ich denke, damit haben wir alle Fragen beantwortet. Es scheint jetzt auch keine neuen Fragen mehr reinzukommen. Okay, dann ja. Danke für die Fragen und für Ihre Teilnahme. Das hatte ich jetzt ganz vergessen. Ich habe noch Fragen an Sie, bevor ich Ihnen jetzt sage, wie es weitergeht. Und zwar stellen wir die Fragen ja eigentlich immer etwas früher. Das habe ich jetzt übersprungen. Und zwar, wenn Sie mir kurz eine Rückmeldung geben können, ob es Ihr erstes Help-Webinar ist. Das heißt, das ist ja eine Frage, die wir aus statistischen Gründen regelmäßig immer an dieser Stelle stellen oder beziehungsweise eigentlich immer schon früher. Das holen wir jetzt hier so ein bisschen nach. Wenn Sie uns dazu kurz eine Rückmeldung geben können, ist es einfach interessant für uns, wie da gewisse Werbemaßnahmen greifen und ja, wie wir so den Nerv treffen, ob die Leute entsprechend motiviert sind, wiederzukommen. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich sehe jetzt, wir haben schon einen großen Teil, ja, drei Viertel von Ihnen sind also wiederkehrende Besucher. Das freut uns natürlich, dass Sie da das entsprechend wertvoll finden und so, dass Sie wiederkommen. Dann, ob Sie die 2016-Version schon installiert haben, also je nachdem, ob Sie AutoCAD 2016 oder AutoCAD LT 2016 installieren, das ist natürlich interessant für uns auch. Die Frage habe ich ja jetzt in den vergangenen Webinaren immer mal wieder gestellt, und da ist es eigentlich so interessant zu sehen, dass der Anteil der Leute, der Teilnehmer, die das schon verwenden, die schon die 2016-Version installiert haben, eigentlich immer größer wird, was natürlich auch klar ist und auch beabsichtigt ist. Ja, hier sehen wir jetzt so, dass anscheinend ja so zwei Drittel von Ihnen schon die 2016-Version installiert haben. Noch als Hinweis, Sie haben ja auch durchaus die Möglichkeit, die Versionen parallel zu installieren. Das heißt, Sie können da so einen sanften Wechsel machen, und es spricht nichts dagegen, dass Sie die 2015-Version oder die vorherige Version noch weiterverwenden und dann parallel dazu schon mal die 2016 installieren, um einfach mal reinzuschnuppern. Also die stören sich nicht gegenseitig, und die vorherige Version wird davon nicht berührt. Okay, dann als abschließende Frage, haben Sie denn oder haben Sie das Gefühl, bei dem heutigen Webinar etwas gelernt zu haben, was für Sie neu war, was für Sie hilfreich war? Dann bin ich auch dafür dankbar, und dann war es das auch versprochen mit den Fragen, die ich an Sie habe. Okay. Ja, da sehen wir erfreulicherweise, ein Großteil von Ihnen hat tatsächlich etwas Neues gelernt. Das freut uns natürlich. Und ja, dann danke ich Ihnen auch für diese Rückmeldung. Und dann zeige ich Ihnen noch kurz, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Okay.
Ja, das ist also der Plan. Das hat sich ja schon abgezeichnet beim letzten Mal, wie es also in den nächsten Wochen weitergeht. Am 14. Mai, am nächsten Datum, haben wir in großen Teilen von Deutschlands einen Feiertag, Christi Himmelfahrt, und da wird das Webinar also ausfallen. Am 21. Mai, das heißt, wir benutzen das Ganze, diese nächsten 3 Termine, um so eine Art Sommerpause durchzuführen. Das heißt, das nächste Webinar tatsächlich wird am 11. Juni stattfinden. Am 21. Mai wird es also ausfallen. Danach wiederum in 2 Wochen ist auch wieder ein Feiertag, Frohen Leichnam. Und der nächste Termin, an dem das Webinar tatsächlich stattfindet, ist also der 11. Juni mit dem Thema Produktivitätstipps und Tricks Teil 2. Wir hatten ja schon mal den Teil 1, wo wir Ihnen so allgemeine Tipps zur Produktivitätssteigerung gezeigt haben. Und dann am 11. Juni folgt jetzt also der zweite Teil dazu. Ja, wie gesagt, ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit, schöne Feiertage, wenn Sie denn hoffentlich davon betroffen sind. Ja, und wenn Sie zwischendurch Fragen haben, haben Sie ja auch im Rahmen der Subskription die Möglichkeit, uns zu erreichen im Rahmen einer Supportanfrage. Und da stehen wir Ihnen natürlich auch gerne zur Verfügung. Oder Sie wenden sich an Ihren AutoCAD-Fachhändler, der Ihnen ebenfalls gerne zur Seite steht. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, erfolgreichen und hoffentlich sonnigen Tag, wie das hier bei uns im Rheinland so ist. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal im Juni. Vielen Dank und auf Wiedersehen.